unsere Sozialisation, meine Sozialisation, ich bin in Berlin geboren, 1952, fand praktisch ohne Kirche und ohne Religion statt. Religion fand in den Familien, die ich überblicke, einschließlich meiner, nicht statt, weil die Generation meiner Eltern die Erfahrung des Krieges und des Bombenkrieges nicht mit Religion in Deckung bekam. Und in den 50er Jahren und in den 60er Jahren gab es scheinbar Wichtigeres, stand scheinbar Wichtigeres auf der Tagesordnung nach dem Elend der nationalsozialistischen Zeit, der Kriegszeit. Aufbau, Beruf, Karriere, Familie gründen, den VW Käfer kaufen und damit über die Alpen nach Rimini fahren. Und meine Generation, ich kann da jetzt nur für mich sprechen, aber ich höre das oft, kam mit Religion auch nicht zu Rande, weil wir, symbolisch gesprochen, über Auschwitz erfuhren und die ermordeten Kinder und Frauen und Männer auch nicht mit Religion in Einklang bringen konnten. Erfahren haben wir übrigens nicht, ein großes Manko, nicht in der Schule davon, sondern wir haben es selbst uns erlesen müssen. Hinzu kam, dass bei uns ein Religionsunterricht praktisch nicht stattfand. Wir hatten ihn zwar, wir hatten einen Religionslehrer, damals in der Abendschule. Das war der beliebteste Lehrer der ganzen Schule. Aber nicht wegen seines Religionsunterrichts. Er war derjenige, der Theateraufführungen organisierte. Und wenn dann mal Religionsunterricht war, hat er uns irgendwas vorgelesen, was aber auch nichts mit Religion zu tun hatte. Kriegsgefangenengeschichten, kann ich mich erinnern. Hochinteressant, aber eben völlig unreligiös. Und sage niemand, das hätte sich geändert. Ich habe zufällig heute früh mit meiner jüngsten Tochter darüber gesprochen. Die ist 12 Jahre alt und gerade jetzt ins Gymnasium gekommen. Die erzählt das Gleiche. Die erzählt, dass Religionsunterricht daraus besteht, dass die irgendwas spielen und sich gegenseitig was vorlesen. Aber offenbar nicht sehr viel über Kirche erfahren. Da haben wir auch einen Berührungspunkt. Wir kämpfen gemeinsam für den Volksentscheid pro Reli. Da sind beide Kirchen, beide christlichen Kirchen ja sehr stark engagiert, dass Religion als Wahlpflichtfach in Berlin